Epic Lane Day. Ich bin der liebe Epic Lane Day. Epische Lane Day. Bei Epic Lane Day. Bei Epic Lane Day. Lane Day. Epic Lane Day. Epic Lane Day. Epic Lane Day. Epic Lane Day. Lane Day. Epic Lane Day. Epic Lane Day. Epic Lane Day. Der Lane Day ist verliebt. Der Lane Day ist verliebt. Na, in der nächsten Folge mit Slender und machen jetzt ein paar Folgen oder vielleicht auch nur eine mit Slender wie Rival. Seht ihr dann dazu? Kommt in der nächsten Slender wie Rival, also in derselben Slender wie Rival Playlist als nächste Folge dazu. So, also ihr wolltet nochmal eigentlich die Geschichte sehen, wie das anfängt. Wir könnten Start Game drücken und sowas, aber ich habe das schon jetzt played. Wir wollten eigentlich nur aus Spaß mal einen kurzen Level machen. Ich würde sagen, ich mache jetzt wie Pages und Into the Abyss. Ich mache auch mal den Timer dabei. Falls ihr es wollt. Das sind wir. Ja, Hallöchen. Die macht er denn jetzt schon mit dem Blick auch an? Ja, wir spielen ein Mädchen. Wie heißen wir noch gleich? Lorraine heißen wir. Ja, Lorraine. Die da reingelockt, ja, lockt wurde. Die reingelockt wurde, war Kate von ihrem Mann, weil die beide von einem Fluch besessen wurden. Und am Ende mussten beide sterben wegen dem Slenderman. Also wenn ihr wirklich die Let's Plays sehen wollt, dann fangt bei der ersten Folge an. Dafür ist die Folge auch gelistet. Hier die Bilder, die man sammeln kann. Der Park. Dieses eine erinnerte mich irgendwie an GTA 5, keine Ahnung. Eine Frage zur Vorgeschichte habe ich aber noch. Ist das tagsüber so ein normaler Park und eine Nacht so senderig oder? Was? Tagsüber taucht das Slenderman selten auf in diesem Spiel. Darum ist der Mond. Dieses Level fängt an, wenn wir durch den Zaun hier gehen jetzt. Naja, aber ich meine, da war ja dieser Park auch. Das heißt, man kann jetzt nicht wieder zurück mit dem Zaun. Nein, der ist jetzt irgendwie zu oder so. Warte, versuch mal. Ja, meinetwegen. Alter, das Slenderman ist jetzt schon mit uns her. Ja, du kommst da zurück, aber jetzt kommt das Slenderman auch da hinten an, wenn du willst. Es gibt hier vier Eingänge oder so, wo du anfangen kannst, du das Plane, aber wenn da woanders der Zaun offen wäre, dann würdest du da auch nicht, wäre da vorne zu. Deswegen, das ist egal, das sind Random Spawns. Help me, die erste Seite. Hier sind die Seiten auch dieselben 8 Seiten wie bei Slender wie Pages. Wenn wir das Level jetzt angefangen und die Vorgeschichte überspult. Die Vorgeschichte ist ja, wie du im Haus gehst und die Schlüssel findest oder sowas, weißt du? So, ich geh mir erstmal ins Haus hier rein. Ja. Das ist ja einfach so ein Lager für Leute, die hier campen wollen. Ja, ich habe jetzt schon Angst, weil das Slenderman auftaucht und hier ist das Spiel wesentlich mehr als bei Slender Viet Pages. Hier gibt es 9 Sachen und eine Seite ist irgendwo nicht. Und wenn du die im Haus übersiehst, dann ist das doof, weil ich weiß nicht mal, wo die hier ist. Boah, Alter! Mann, da habe ich mich erschrocken. Ich weiß nicht, wo die Seite hier ist, tut mir leid. Aber das Problem bei mir ist, ne, ich rede ja nicht. Da hinten ist das der Radioturm. Der ist da vorne am Haus irgendwo. Ne? Der ist da vorne im Haus. Boah, Alter! Hallo, wo war der? Gerade genau vor dir, glaube ich, ne? Nee, da am Haus, der ist da irgendwo. Am Lagerfeuer. Und F macht die Taschenlampe aus. Und die Seiten sind ja alle hier random. Manchmal ist das Boot hier am Wasser, manchmal da oben. Das ist total lustig hier. Hier gibt es nicht wirklich die Karte, die man sich merken muss. Du kannst dir merken, hier ist jetzt irgendwas. Aber auch das Dixie-Klo oder so, die sind immer wieder unterschiedlich. Mal ist das außer am Dixie-Klo, mal ist das Dixie-Klo am Fluss hier. Und warte, das ist ja sozusagen die Kamera, das ist da dargestellt. Die kann ich irgendwie ausschalten, ich weiß noch. Ja, okay. Kannst du das denn auch zoomen, weil da irgendwie ja, kann ich auch. Okay. Das geht. Wofür mit das? E geht das. Wofür ist denn das? Also, du nimmst das auf, du bist in den Park gegangen, so. Die Seiten zu finden. Genau. Und zu erforschen, ob es ein Slenderman wirklich gibt. Ja, genau so gesehen. Ich kann auch mit E zoomen, aber ich mache das jetzt kurz nicht. Die Leute wissen eigentlich schon wieso. Ich habe die Zähne, glaube ich, weiß nicht, ob ich euch die Zähne gezeigt hatte. Also dir mit Daniel. Nee. Wo ich bei Lucky mit Lucky mal gespielt hatte, dann hatte ich in Slender via Pages gezoomt. Und dann haben wir total erschrocken, weil der Slender kam. Nur vor dich. Da kam der. Der ist hier. Das ist übertrieben in dem Spiel. Warte. Oder war? Der sieht hier viel mehr aus als. Wie sieht der aus? Großer Mann, Anzug, weiße Hände, weißer Kopf. Der hat doch Arme hinter sich, was? Ja genau, die meinen. Was rot ist. Ja, der hat die Krawatte noch an sich natürlich. Ach so. Weiß jetzt nicht, wo ich schon lang gegangen bin. Oder so. Ich gehe nur random lang, da hinten stand er ja noch auf dem Hügel. So lustig, wie die Bäume mit den Ästen so aussehen, so richtig stachelig sieht das so aus. Mhm. Die Taschenlampe geht nicht mehr an. Doch, ich glaube schon. Kann auch zoomen.
Ah, ist auch kein großer Zoom. Ne, mit der Kamera. Vierte Seite. Ja, noch acht. Sonst stand hier auch mal das Auto oder das Zelt einmal, als wir hier waren. Ah, nein, ich Zelt? Alter, jetzt, da oben ist er. Ich wollte ihn noch mal ein bisschen zeigen lassen. Ich wollte eigentlich auf den Hügel drauf, weil da was sein könnte. Wo? Boah! Ich hab's dir gesagt! Ich dachte, welches hinter mir meinst du? Hast du das gehört, dieses Bam? Welches hinter mir meinst du, ja. Oh Mann, okay, der Hügel ist diesmal leer. Puh, Alter. Wieder übertreibt der Slendy. Deshalb hat man mir ein bisschen Platz, sich auszutoben. Ist aber lustig hier an dieser Stelle des Spiels. Ich bin nicht so ernst, zu erschrecken. Das hier ist auf jeden Fall ein bisschen gruseliger, das ist das Schöne daran. Ich hab mich erschreckt, dass er mal so nah hinter dir war. Das guck am besten nicht. Der ist hinter uns, ja. Hier waren wir noch an dem Hügel, hier oben links kann auch was sein. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Also der ist hinter uns, ich höre das. Wie hörst du das? Ja, daran hört man das. Da hört man das. Da oben, da wollte ich hin. Waren wir hier am Anfang oder? Wir waren hier noch gar nicht. Doch, am Anfang haben wir hier die erste Seite genommen. Ja, es gibt zwei solche Türme, die sehen so ähnlich aus. Dann vergesse ich das jedes Mal. Das heißt, da hier kann ich auch sehen, wenn die Taschenlampe aus ist. Ich glaube, hier ist das wohl ähnlich. Ich gehe nochmal ins Haus. Wir waren da noch nicht dahin. Erwachsen. Dann gibt es hier nicht so einen extremen Fallschaden. Weiß es nicht, also ich glaube eher gar keinen, meinte ich damit. Da ist die Seite. Und da ist Linda. Nimm die Seite! Nimm die! Ach ja, mit Linksklick. Wo? Das Geiste wäre auch, wenn die vielleicht so Shader und so da einfügen würden. Scheiße. Ich gehe versehentlich durch die falsche Seite wieder hier raus. Ach genau, der ist ja ganz sehr angrenzend. Scheiße, pass auf, ne, nicht, dass der mich kriegt. Aber bei dem Spiel, Alter. Bei dem Spiel, ab welcher Seite ist denn ungefähr so? Also so gefährlich ist es nicht, weil man nicht die Chance hat, natürlich alle Seiten zu sammeln. Und wir haben das selber ja schon ein, zwei Mal, glaube ich, durchgespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Nochmal da runter am besten. So oft dachte ich da unten, das wäre ein Boot. Wegen dieser ovalen Form. Alter. Steht da gar nicht. Nee. Ist das eine Seite? Alter, es taucht da direkt neben mir auf. Alter, du hast dich mal erschreckt. Geht. Wir wollen ja nur ein paar Seiten hier finden. Ist das da hinten eine? Ja, nein, das ist nicht. Aber hier ist eine Seite. So, jetzt sechste. Da oben ist das Parkding. Da sehe ich so auch schon dieses. Alter. Was hat er eigentlich dagegen, dass du die Seiten sammelst? Der lebt von den Seiten. Was? So ähnlich. Ich dachte, er will nicht einfach nur. Alter. Fressen. Siehst du das, Alter? Aber der ist neben dir. Ja, ich merk's. Das ist übertrieben. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich muss hier irgendwie runtergelangen. Alter, du kannst hier gar nichts mehr sehen. Was ist der? Oh, das nervt. So, ein bisschen. Muss ich überlegen. Wo warst du schon? Wo musst du noch hin? Es gibt, glaube ich, nochmal so ein, ich weiß nicht mehr, so ein Lager. Bei den Kisten. Boah, Alter! Wie der mich übertreibt. Okay, da muss man schon Reaktionen haben. Ja. Kann ja gleich auch mal einen von euch spielen lassen. Oh, gerne. Okay. Alter! In dem Wald ist das übertrieben. An dem Boot waren wir schon. Wir sind wieder am Wasser. Also eigentlich, ich weiß, was die letzte Seite sein könnte. Aber ich weiß nicht, wo wir das finden. Das Zelt oder das Dings. Ach, eine Stelle fällt mir noch auf, wo wir noch nicht wirklich waren. Das Auto hatten wir ja schon. Müssen wir jetzt da hinten hoch gelangen. Ich will nur an ihm vorbeigekommen können. Jetzt kommt der Bereich, da unten stand er, ich sehe ihn. Da ganz rechts am Bildschirmrand war er. So, da ist das Schild. Wir müssen da hoch irgendwo. Alter, links von uns. Naja, da komme ich nicht hoch. Das ist das Schild. Ich gehe noch mal entlang. Also die Map kenne ich nicht so gut auswendig, auch wenn wir sie ganz oft gespielt haben. Das tut mir wirklich leid.
müsst ihr oben irgendwo lang gehen. Spannung für dich und die Spieler. Mhm. Was sind Spieler? Für dich auch bestimmt. Müsst auch irgendwo leuchten, vor allem bei dem Set ist ja auch das Lagerfeuer. Alter. Vielleicht machen wir da noch nicht. Alter, wieder übertrieben hat. Ging nicht mehr, ich wurde aufgehalten. Mhm. So. Gehen wir mal hier raus. Selection, was ist für euch sowas? Flashback wie Arrival? Ja, Prologue und Flashback sind nicht so wirklich. Bei Flashback habe ich eine Idee für den Daniel, wenn du mal willst. Ja, warum nicht? Warum? Eigentlich ist Flashback noch ein Level. Was müssen wir machen? Du musst die Fenster zumachen. Oh ja, der bei oh, die Schuhe ist ja aus, oder? Nee. Das ist ja einfach. Egal. Du musst aufpassen, dass du nicht gekriegt wirst. Du musst direkt immer zur Seite weichen. Warte, ich muss erstmal da in das Haus rein. So, wo sind wir hier? Aber wir sind noch hier oben. Weiß nicht, ob ich hier diese eine Seite genommen habe, die ich mal in einem Video gefunden habe. Weiß nicht, ob die mitgezählt wurde. Die habe ich nie gesehen, die achte Seite. Hier steht so ein bisschen was. Das können wir auch rüberspringen. Hier gibt es so gut versteckte Seiten. Das ist gut, dass Tag ist. Ja, das ist gut. Hier kommt der Slenderman noch nicht. Ah, den ganzen Weg jetzt bis zum Haus gehen, weißt du, nur weil ich den jetzt spielen lassen will. Tagsüber sieht der Wald doch ganz normal aus. Ja, ganz normal aus. Wir sind ja auch durch den Abyss gerade gegangen. Ich will ja nur den Daniel noch eine Runde spielen lassen, denn das gehört zuerst Let's Play-Reihe leider dazu, weil das die so und so viele Folge ist, schon weit über, keine Ahnung wie viel, ne? Weit über 8 oder so. Dann ist das, gehört das auch nicht mehr zum Anfang, also da müsst ihr wirklich bei der ersten Folge gucken, wenn es darum geht, Leute. Denn wir haben jetzt gerade einfach mal kurz das zweite Level gemacht und jetzt machen wir das vierte Level, deswegen. Ja. Wir sind gerade auf der anderen Seite, glaube ich. Kannst du da reingehen? Kannst du komplett durch? Nee. Da kannst du nicht runter. Da kommst du nicht runter. Wäre aber cool gewesen. Das ist aber nicht das Level. Das Level, wo wir waren, das war hinter uns, da hinten, hinter dem Berg. Wir müssen zu dem Radioturm. Kannst du ein bisschen die Story erklären? Okay, das haben wir ja auch erklärt, als wir beim ersten Mal hier waren. Es geht hier darum, dass du die Lorraine spielst, die ihre Freundin Kate suchte. Dann war sie am Anfang im Haus, hat Kate aber nicht finden können. Und dann waren da ganz viele, mit den Zetteln auch ganz viele Hinweise. Das waren Zettel, die ihr Mann für sie geschrieben hat, dass sie hier hingelangen sollte. Das hat ihr Mann auch wahrscheinlich hier liegen lassen. Denn der Typ, ihr Mann, C.R., war von einem Slenderflug besessen. Und als er dann hier war, da ist auch wieder einer der Zettel, den er ihr übrig gelassen hat, denn er hat sie hier hingeführt. Das ist ja auch kein richtiger Typ, also ihr Freund, nicht ihr Mann, ihr Freund, ne? Bin mir auch nicht sicher, ob das ihr Freund geschrieben hat. Das war eher der Slenderman. Das könnte eher der Slenderman gewesen sein, bei dieser Schriftart. Und Kate spielt ja auch noch eine Rolle, denn die ist auch im Spiel noch drin. Das war einer von dem, ne? Mhm. Ist der Slenderman hinter dir oder warum hat das? Ach, das ist ja alles übrig gelassen. Du kannst das Level so oft wiederholen, dann sind die Zettel wieder hier. Okay. Das ist Kate. Jetzt spielst du. Du musst die Fenster im ganzen Haus so machen. Ich führe dich. Fenster sind im ganzen Haus geöffnet worden. Die hat ihr ganzes Zimmer voller Krickel krackelt, weil die vom Slenderflug besessen ist. Und du gehst jetzt zum Fenster und dann machst du mit der Maus das Fenster zu. Ja, das ist das Erste. Die Haustür musst du gleich auch zumachen. Das ist auch zu, das ist schon zu. Manche sind zu, manche nicht. Das heißt, der Slender ist im Haus. Der Slender ist hier auch bei. Du gehst jetzt, such dir erstmal links oder rechts aus. Du musst, das ist in der Vergangenheit noch von einem Video. Da war sie noch nicht gestürzt. Das passiert auch gleich. Das ist zu. Dann geh weiter. Du musst dich beeilen. Wenn das zu ist, dann... Ja, weil er dich wahrscheinlich so schneller kriegt. Du hast das erste Fenster schon zugemacht. Ja, da ist ein Fenster offen. Zu. Manchmal ist er auch da unten zum Beispiel auf dem Hof oder so. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Was ist? Mach die Tür wieder auf. Nein, die ist nicht auf. Mach sie auf, geh weiter. Scheiß Tür herum. Ja, ich weiß. Das heißt, der kann auch immer der spielt gerade unten Klavier. Geh da weiter. So. Mach da das Fenster zu. Mach da links. Guck links. Ist da das zu? Die sind beide zu. Okay, weiter. War da hinten ein Fenster vielleicht in der Toilette? Mach mal die Tür auf. Ist das zu? Es ist zu. Geh
Okay, weiter, ja, wieder zurück. Aber ich dachte schon. Jetzt? Rechts runter. Das Klavier spielt die ganze Zeit. Mach die Haustür zu. Das gehört, das zählt dazu. Dann geh erstmal nach. Geh erstmal nach, ist ja eigentlich egal, mach da die Tür auf. Der kann ja auftauchen, der Slenderman machen. Das Fenster zu, so. Der kann ja auftauchen. Der wird's wahrscheinlich auch. Dann werden wir uns erschrecken. Diesen zu, weiter. Die Tür auch, die ist offen. Die muss auch zumachen. Damit er nicht reinkommt. Weiter, kommt trotzdem rein. So, hier wird das Klavier gespielt. Rechts, guck, rechts. Oh, das ist. Das, die. Sind die offen? Nee, die sind zu. Alter. Du musst noch in die Garage. Wie viel haben wir? Beweg dich raus hier. Alter, halt in your room. Wieso gehst du zum Slenderman? Wo ist der? Hallo, du gehst hier raus. Geh nach oben. Da stand halt in your room. rechts. Und jetzt nach ganz hinten und dann links. Ja, irgendwie hatten wir, glaube ich, ein oder zwei. Wir haben die Garage noch nicht gehabt, aber so, mach die Tür zu. Hat er mich nicht. Hä? Das Spiel ist verbuggt. Eigentlich wirft er dich aus dem Fenster. Was machst du? Beweg dich, geht nicht. Das Spiel ist verbuggt. Eigentlich wirft er dich aus dem Fenster. Das ist Slenderman. Scheiße. Nee, ich kenne den Bug. Das ist ein Bug, den haben sie schon mal erzählt. Der hier passiert. Zeig mal. Play. Slendy. Hallo. Der steht hinter uns und macht irgendwas mit uns. Irgendwelche kranken Sachen. Hilfe! Nee, das Spiel ist verbuggt. Eigentlich wirft er uns aus dem Fenster raus. Eigentlich wäre... Das Fenster war zu, ja, aber der wirft uns gegen das Fenster. Das Fenster kracht eins und wir fliegen aus dem Fenster raus. Damit bricht die sich auch irgendwas oder sowas. Und seitdem wurde Kate nicht mehr gesehen. Oder ich weiß nicht, ob die noch im Haus war. Da fängt die Geschichte an, als wir, Lorraine, ja, den Weg runtergehen, das Haus finden und das Haus leer ist und Sierra Kate bis zum Radioturm geführt hat durch den Zettel. Und wir gehen ja denselben Weg weiter. Und dabei werden wir auch vom Slenderman verfolgt. Denn aber was man... Dasselbe haben wir also nicht bestanden. Eigentlich hast du es bestanden, denn irgendwie haben wir es nicht bestanden, weil ein oder zwei Seiten jetzt noch fehlen. Ich habe nicht mitgezählt. Denn du musstest auf jeden Fall noch in die Garage und die Garagentür zumachen. Das wusste ich. Aber irgendwie haben wir total gefailt. Irgendwas... Aber irgendwie haben wir auch gewonnen. Ja, gewonnen hast du schon, du hast es geschafft. Das ist ein Bug, weil der Slenderman dich gefunden hat, musst du auf jeden Fall so oder so in dein Zimmer zurück. Und eigentlich wirft er dich aus dem Fenster, aber du bist total an die Ecke gegangen. Ich wäre jetzt auch erstmal, ich hätte die Tür zugemacht, wäre stehen geblieben und wäre zum Fenster gegangen, weil ich wusste, dass er mich aus dem Fenster schmeißen sollte. Weil ich wusste, dass hier ein Bug ist, ich habe das aber schon beinahe vergessen. Wir müssen hier irgendwie rauskommen, aber es reicht auch, glaube ich, für eine Folge. Wir machen noch eine Folge, ich weiß, was wir jetzt noch machen können. Was denn? Ja, wir machen ja erstmal hier aus an dieser Stelle. Bis gleich, Leute.